Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Black Mirror, wo wir unsere Ermittlungen im Mordfall Fuller weiterführen. Heute wollte ich mich mal mit der guten Rosie unterhalten und dann müssen wir uns noch in die Pathologie schleichen, um uns Fullers Leiche mal ein bisschen genauer anzusehen und ihn vielleicht um die eine oder andere Habseligkeit zu erleichtern, bevor der Pathologe aus Portland ankommt und die Obduktion durchführt, weil dann ist es zu spät. Also, los geht's. Hallo Rosie, fleißig am Arbeiten? Was willst du? Kennen Sie Eddie vom Trödelladen? Aber sicher, ich kenne so ziemlich jeden hier. Was ist mit dem? Ist ein Junggeselle. War auch nie verheiratet, soweit ich weiß. Aber wer würde es auch schon lange mit dem aushalten? Diese ständigen Kriegsgeschichten. Kannst du dir das vorstellen? Ist er wirklich blind? Ich habe noch nichts anderes gehört. Wetten würde ich aber nicht drauf. Er ist ein Schlitzohr. Vielleicht will er mit seiner Behinderung auch nur ein paar Dollar mehr machen. Was können Sie mir über das Hotel, ein Stück die Küste runter, sagen? Das Wild Coast? Gehört einer alteingesessenen Familie hier. Steht schon fast 100 Jahre dort. Ein gut geführtes Haus. Läuft nicht schlecht, wie man hört. Etwas langweilig. Keine Skandale? Der Chef kommt wohl mit seinem Sohn nicht gut klar. Der treibt sich in Portland rum, ist eine Art Musiker. Aber genaues weiß ich nicht. Und sonst? Ab und zu findet da angeblich auch illegales Glücksspiel statt. Die Polizei drückt aber ein Auge zu. Warum tut sie das? Was weiß nicht. Wahrscheinlich pokert der Inspektor selbst mit. Vorstellen könnte ich mir das tatsächlich. Kennen Sie diesen Mann? Hat er was mit dem Mord an Fuller zu tun? Natürlich, das sieht man doch gleich. Eine richtige Verbrechervisage. Kennen Sie ihn oder nicht? Nie gesehen. Dann nicht. Haben Sie schon gehört, was mit Fuller passiert ist? Ist das nicht großartig? Was? Juhu? Endlich ist hier mal was los. Ein blutiger Mord in der Nacht, eine verdächtige Ausländerin. Wer weiß, was noch alles ans Tageslicht kommt. Vielleicht wurde die verdächtige Ausländerin unschuldig verhaftet. Oh ja, und der Killer ist noch auf freiem Fuß und mordet weiter. Oh ja, zum Beispiel eine Souvenirshop-Angestellte. Das ist nicht witzig. Darüber macht man keine Scherze. Danke. Ja, ja. Ich glaube kaum, dass ich noch einen Abholschein brauche. Und auch das andere Zeug interessiert mich nicht. Na, dann versuchen wir es wert. Gut. Ich habe keine Ahnung, wie das mit diesen Extra-Fotos funktionieren soll. Ist ja auch egal, wir haben jetzt einen Karton, den wir benutzen können, um uns in die Pathologie zu schleichen. Und ansonsten haben wir ja auch noch dann die Möglichkeit, mit dem alten Eddie vom Souvenirladen nochmal zu sprechen. Vielleicht hat der ja in der Nacht irgendwas gehört. Und in Fullers Laden müssen wir uns natürlich auch noch umsehen. Und bei Gelegenheit müssen wir dann nochmal nach Hause. Und den Brief, den wir aus Mrs. Bybers Müll gefischt haben, noch zusammensetzen. Aber wir haben tatsächlich, wir haben noch so viele Spuren, denen wir hier folgen können. Und ich finde das echt gut. So, darf ich jetzt? Ja? Hallo. Liefern Sie was? Ja. Lieferschein. In Ordnung. Das Paket? Habe ich hier. Okay. Darf ich jetzt rein? Nein, darfst du nicht. Was ist mit deinem Ausweis? Meinem was? Dein Besucherausweis. Du musst dir vorne einen Besucherausweis geben lassen. Ach, kommen Sie. Was soll der Mist? Ich will nur das Paket in die Leichenhalle stellen. Und dafür brauchst du einen Ausweis. Das macht Ihnen Spaß, oder? Könnte man so sagen. Da würde ich mal drüber nachdenken. Boah, warum sind die denn hier in diesem Dorf alle so? Entschuldigen Sie bitte. Hi. Hallo, Mr. Michaels. Was kann ich für Sie tun?
Was bewacht Ihr Wachmann denn so engagiert? Ach, der. Wenn Sie mich fragen, hat der nicht alle Tassen im Schrank. Da hinten sind die Leichenhalle, einige Lagerräume, die Wäscherei und die Garage. Warum muss man das so absichern? Das hier ist Biddeford. Hier wird nie was geklaut. Es werden höchstens mal ein paar Leute abgeschlachtet. Aber nur sehr selten. Oh, sorry. Wir sollten uns darüber nicht lustig machen. Doch, ein bisschen schon. Sie scheinen nicht sehr verängstigt. Ich fürchte mich nicht. Das war der erste Mord hier seit Urzeiten. Ich denke nicht, dass so schnell wieder was passieren wird. Sehr vernünftig. Wer darf alles ins Leichenschauhaus? Die Mitarbeiter des Krankenhauses natürlich. Und die Polizei. Und die Mitarbeiter erkennt die Wache woran? Wollen Sie sich dort hineinschleichen? Keine Chance. Der gute Dick kennt alle hier. Er kann doch unmöglich jeden kennen, der durch diese Tür gehen darf. Naja, die Lieferanten natürlich nicht. Aber die Mitarbeiter kennt er besser, als sie sich selber kennen. Ich habe den Verdacht, er schnüffelt in unseren Personalakten rum. Ich hätte gern einen Besucherausweis. Den brauchen Sie nicht. Der ist nur wichtig für Lieferanten. Aber Sie tragen doch auch einen. Dick, der Wachmann da drüben, besteht darauf, dass auch alle Angestellten einen Ausweis tragen. Ich bin da nicht so penibel. Besucher sollen sich nicht auch noch mit Papierkram rumärgern. Verstehe. Das heißt, es kann jeder einfach so auf die Station. Nein, nein. Jeder muss sich vorher hier anmelden. Sie müssen sich um Ihre Mutter keine Sorgen machen. Natürlich nicht. Sie liegt ja nur im Koma. So war das nicht gemeint. Vielen Dank für die Auskunft. Kein Problem. Mist. Wo kriegen wir denn jetzt so einen verkackten Besucherausweis her? Oder vielleicht finden wir eine andere Möglichkeit, um den guten Dick zur Raison zu bringen. Auf jeden Fall scheint es mir so, dass wir bedauerlicherweise an dieser Stelle hier doch noch nicht weiterkommen. Und das Problem ist einfach, solange wir nicht in die Leichenhalle kommen, kommen wir höchstwahrscheinlich auch nicht an den Tatort, oder? Hätte ich mir denken können. Die Polizei hat die Tür versiegelt. Ich muss mir einen anderen Weg suchen. Das Schild hätten die Bullen wenigstens wieder mit reinnehmen können. Ja, eigentlich schon, ne? Jetzt muss Fullers Mutter ihren Köter wohl allein spazieren führen. Da war doch gerade wer, oder? Oder war das unsere Spiegelung? Tja, jetzt muss Fullers Mutter weniger Wäsche aufhängen. Bei dem Wetter sowieso mal, Darren. Das ist das Fenster von Fullers Büro. Mist, die Hintertür ist auch versiegelt. Ich muss mir etwas einfallen lassen. Wie komme ich ins Haus, ohne die Siegel zu brechen? Das Fenster ist geöffnet, vermutlich um für etwas frische Luft zu sorgen. Oder es lässt sich nicht mehr richtig schließen. Wer weiß. Vielleicht durch den Keller hier? Das Fenster ist vergittert. Die Stäbe sehen ziemlich kräftig aus und sind in der Wand eingemauert. Das Fenster ist vergittert. Das ist eine ähnlich gute Idee, wie mit Zahnstochern eine Tür aufzubrechen. Aber es war ein Versuch wert. Ja, das könnte mein Zugang zum Haus sein. Durch den Lichtschacht komme ich in den Keller. Zuvor muss ich nur dieses Gitter loswerden. Es sieht sehr schwer aus und ist am Beton festgerostet. Nein, keine Chance. Ich muss irgendwie mehr Kraft aufbauen, um das Gitter anzuheben. Noch mehr Kraft? Ich knote das Seil ums Fenstergitter und ums Kellergitter. Und nun? Ich habe die Enden fest verknotet und das Seil dürfte einiges an Zugkraft aushalten. Wie geht's weiter?
jetzt das Metallteil? Was schon bei den alten Ägyptern funktioniert hat, sollte auch hier funktionieren. Ach so, na dann. Mein ganz privater Eingang zu Fullers Reich. Wunderbar. Besiegt von einer jahrtausendalten Technik. Schäm dich. Und wir sind drin. So. Ein Wasserhahn. Falls Fuller einen Garten hätte und ihn bewässern wollen würde, könnte er das von hier aus tun. Aber in Fullers Garten würde so oder so nichts wachsen. Achso, der Wasserhahn ist out of order. Okay. Ich lasse sie hier stehen, falls der Strom noch einmal ausfällt. Der Sicherungskasten macht den Eindruck, als dürfte das nur eine Frage der Zeit sein. Eine zeitlos schlichte 80-Watt-Birne an einem Kabel. Ein Klassiker. Ich fasse doch keine eingeschaltete Glühbirne an. Die ist bestimmt heiß. Gut, was haben wir ich noch? Ich fasse das Ding nicht mehr an, wenn ich nicht unbedingt muss. Ich will mein Glück nicht überstrapazieren. Okay. Die Bodenbretter da, was hat's damit auf sich? Wenn man sich hier draufstellt, fühlt es sich an wie... Ja, wie? Irgendwie, als würde man beim Arzt auf einer dieser mechanischen Wagen stehen. Alles rutscht leicht hin und her. Der Boden gibt etwas nach, wenn man sich draufstellt. Könnte es wirklich eine Waage sein? Wie passt das zu der Geheimtür? Aha, ich wusste es doch. Ich könnte wetten, dass es eine Waage ist. Na gut, machen wir hier erstmal wieder auf. Das war, ich versuch's aus dem Kopf. Erst Monument Valley. Über Hawaii. Nach Ägypten. Oder erst nach China. Europa war auf jeden Fall das Finale. Kann höchstens sein, dass ich China und Ägypten falsch rum hatte. Nee, passt. Das war's. Die Schellen sind offen. Die Leinwand ist hochgezogen. Ein ziemlich abgenutztes Ziffernfeld mit kleinen Metalltasten. Ich schätze mal, hier muss ein Code eingegeben werden, der dann die Tür öffnet. Diesen Code habe ich aber nicht. Den müssen wir erst noch finden, vielleicht irgendwo oben. Wo genau ist das Ganze denn überhaupt passiert? Die Polizei scheint das Licht angelassen zu haben. Oder Fuller hatte gestern noch ein Fotoshooting und die Polizei wollte nichts verändern. Möglich ist beides, denke ich. Funktioniert. Jetzt bräuchte ich nur noch Dias oder Negative. Ich gucke erstmal in die Dunkelkammer, weil ich davon ausgehe, dass er in seinem Büro ermordet ist. Ich denke nicht, dass ich da etwas finden werde, was die Polizei übersehen hat. Sie haben diesen Bereich genau unter die Lupe genommen. Da, okay, also ist er da drin ermordet worden? Oh, Tatsache.
Okay, das hat irgendwas freigeschaltet. Muss ich bei Gelegenheit mal gucken. Das war... Verflucht nochmal. Merkwürdig. Ich glaube, ich brauche mehr Schlaf. Kann ich dir das nochmal angucken? Hier muss Fullers Leiche gelegen haben. Alles voll Blut. Okay. Aber vielleicht jetzt in seinem Büro noch hin, weil ich meine, das Rätsel um die Uhr haben wir noch nicht gelöst, oder? Ich kann nichts Auffälliges entdecken. Höchstens dieses kleine eckige Loch am Ziffernblatt. Wird die Uhr damit aufgezogen? Mal sehen. Das scheint ein Mechanismus zum Aufziehen zu sein. Hinten ist ein kleiner Knopf. Aber ich habe nichts zum Aufziehen. Der Tresor wird auch nicht mehr... Im Tresor ist nichts mehr von Interesse für mich. Ja. Und die Weltkarte ist für uns auch nicht mehr interessant. Was haben wir hier? Die USA, Hawaii, irgendwas Unleserliches und Europa. Fuller hat mit seinen Drecksgriffeln die Hälfte verschmiert. Eine speckige Weltkarte. Meine Weltreise steht daneben. Ein paar Orte sind markiert. Die USA, Utah, Arizona, die Ecke. Dann rüber nach Hawaii. Danach Nordafrika, wohl Ägypten. Anschließend China und danach Europa. Irgendwo in Deutschland, wie es scheint. Tja, aber das Rätsel haben wir ja schon gelöst. Und das Rätsel für die Uhr, da brauchen wir noch irgendwas für. Die Tür wurde von der Polizei versiegelt. Ich muss das Haus wieder durch den Keller verlassen. Ja, werden wir wohl müssen, ne? Ich glaube nämlich, wir kommen hier gerade nicht weiter. Wir haben den Code nicht. Wir haben das Ding zum Aufziehen für die Uhr nicht. Und mit der Waage muss es ja auch irgendwas auf sich haben, aber auch da fehlen uns Informationen. Ich glaube, hier müssen wir später nochmal wiederkommen. Aber ich würde den alten Eddie nochmal befragen wollen. Vielleicht hat der was mitgekriegt. Was ist mit meinem Dia-Projektor? Keine Angst, ich hab ihn hier. Ist er kaputt? Nein, aber alt und schäbig wie immer. Wofür brauchen Sie eigentlich den Projektor? Sie sind blind. Kümmere dich um deinen eigenen Kram. Ach, Eddie, 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 altes Haus. Kennen Sie diesen Mann hier? Willst du mich verarschen? Oh, sorry. Also ein bisschen vielleicht. Haben Sie gehört, was mit Fuller passiert ist? Klar, die Polizei war hier. Wollte wissen, ob ich etwas gehört habe. Haben Sie? Ich habe Ohren wie ein Luchs. Aber es hat geregnet. Und wenn der Regen auf das Blechdach unter meinem Fenster knallt, höre ich nichts anderes mehr. Die Polizei hält eine Unschuldige gefangen. Soll vorkommen. Ich werde beweisen, dass sie unschuldig ist. Ist sie so hübsch? Sie ist verdammt hübsch. Aber deswegen tue ich es nicht. Schon klar, einer 60-jährigen, runzligen Schachtel hättest du natürlich genauso geholfen. Ist letztlich aber auch egal. Die Starken müssen den Schwachen helfen. Es ist deine Pflicht, sie da rauszuholen. Helfen Sie mir dabei? Wenn ich kann. Aber wie könnte Eddie uns vielleicht helfen? Oh. Kann er vielleicht den Wachmann im Krankenhaus anfunken mit seinem Funkgerät oder irgendwie sowas in der Art? Ich weiß es nicht. Finden wir es doch heraus. In der nächsten Folge von Black Mirror. Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Ich würde mich da auf jeden Fall sehr drüber freuen.
Bis dann.